Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, erstes Championat hier in Golden Hills zu machen, denn das endet ja beim Goldblattstall und von da haben wir es dann gar nicht mehr so weit bis zum Westcup Fischerdorf. Das heißt, das können wir dann eigentlich ganz gut verbinden. Ja, also geht's hier gleich rund. Wir sind gar nicht so viele Leute, aber... Oh, sie verwandelt sich. Flop. Oh, mein Fonzie. Hey, Fonzie. Da 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 da. Oh, es ist einfach so hübsch. Es ist so hübsch. Das ist ein schönes Bild. Wenn ich jetzt dabei noch gucken würde, das ist doch schön. Guck mal, das könnten wir vielleicht als Thumbnail sogar machen. Ich hatte zwar eben schon ein anderes Bild gemacht, aber das hier gefällt mir jetzt gerade so gut, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass das vielleicht das heutige Thumbnail wird. So, wir müssen ja noch ein bisschen warten, bis es startet. Und daher können wir dann noch so ein bisschen rumprobieren hier. Ich bin ja immer jemand, ich probiere sehr, sehr gerne mit den Filtern rum. Der hier, den finde ich zum Beispiel auch sehr hübsch, den Retro-Filter in geringerer Abmischung. Der ist auch ganz schön Dahlia. Und dann wähle ich immer so aus, was gefällt mir denn jetzt wirklich am besten. Memory mache ich auch mal noch ein Bild. Aber ich drehe meistens die Filter relativ weit runter. So, also wie gesagt, Fluttershy ist gerade erst so Level 5. Die Werte von, also die Ausrüstung sowohl von mir als auch von ihr, sind zwar Chumpy-tauglich, aber sie hat keine Hufeisen drauf. Von daher rechne ich mir jetzt hier einfach nicht zu viel aus an Chancen. Gucken wir mal, wie es läuft. Ich habe schwer. Also ganz ehrlich, mir gehen in der letzten Zeit diese kleinen Mücken so auf die Nerven. Ich habe hier zwei Mücken drin im Zimmer. Husch, die gehen nämlich an meinen Energy Drink dran. Das ist nicht so geil. Ich mag das nicht, wenn da Mücken drin sind. Wer mag das schon? Oh, gucke mal. Elegant. Sehr edel hier mit dem Zöpfchen. Bei der Emily Hummingbird Bird. Bird, the bird, the bird is the bird. Gucken wir mal, wie es läuft. Chumpy Gruppe 2. Wettbewerbsgruppe wird erstellt. Wollen wir doch mal gucken. Oh ja, oha, ja, guck mal hier. Level 18. Und Level 15 der Pferd. Also ich rechne mir hier keine großartigen Chancen aus. Oh! Ach so, hier steht jetzt noch, Wettbewerbsgruppe wird erstellt, weil ich eben in den Fotomodus gegangen bin. Ich hatte vergessen, dass da was war. So. Nein! Direkt verkackt. Da wollte ich eng rum und ich bin dezent zu eng rum. Aber wie gesagt, es ist... nicht weiter tragisch. Weil ich hier eh mit gar keinen Erwartungen reingegangen bin. Von daher, hey, wir haben uns jetzt immerhin durch ein paar keine guten Wendungen, aber bessere Wendungen als der Rest, die geritten ist, auf Platz 5 vorgeschoben. Immerhin, immerhin. So, ich reite jetzt auch hier rechts. Ich bin mir immer noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das was bringt, ob das nichts bringt. Das weiß ich nicht so recht. Irgendwie stehen die Vogelscheuchen fast alle still. Da, die links, die vorletzte, die hat sich bewegt und der Rest stand irgendwie still. I don't know, keine Ahnung, woran es liegt. Aber guck mal, dafür, dass ich keine Hufeisen dabei habe und sie Level 5 ist, schlägt sie sich eigentlich ziemlich gut. Vor allen Dingen, wenn ich bedenke, dass ich am Anfang sogar noch die Ehrenrunde gedreht habe. Da kann und will ich mich echt nicht beschweren. Aber es ärgert mich jetzt natürlich, ne? Es fuchst mich, das wurmt mich, dass ich das... Die bewegen sich normal. Dass ich das versaut habe an der Stelle. Weil ich weiß, ich hätte sogar noch besser sein können. Aber naja, gut. Hätte, hätte, Fahrradkette. Im Konjunktiv zu sprechen bringt nichts. Einfach das nächste Mal besser reiten und dann ist gut.
So, die ist von einem, so einem Hilfsmitarbeiter mitgenommen worden. Das heißt, Platz 4 sogar jetzt. Ja, besser wird es nicht mehr werden. Also wir kommen auf keinen Fall in die Plätze rein. Aber, ja. Mit Platz 4 hätte ich jetzt nur auch nicht unbedingt gerechnet. Es ist halt einfach Golden Hills oder auch der New Hillcrest Stall. Das sind so Strecken, da kann auch unterwegs relativ viel passieren, wo man dann selbst mit einem schwachen Pferd, was noch nicht weit gelevelt ist, sich gut platzieren kann. Strecken, die eher nicht so schwer zu reiten sind. Herzlichen Glückwunsch hier an die drei Platzierten. Ich habe gerade nicht gesehen, wer das gewesen ist. Ich glaube, die Leni, die Vivian und die Shakira. Bei Strecken, die relativ einfach zu reiten sind, da wird in aller Regel, das ist ja jetzt doof, wird in aller Regel nicht so viel passieren. Das nervt ja jetzt tierisch. Das, auch wenn das Blödsinn ist, ich nehme jetzt trotzdem mal den Transporter von hier ins Westkap Fischerdorf, was wirklich Schillingverschwendung ist. Aber ich habe die Hoffnung, dass dann der Schriftzug weg ist. Oh, das ist ja mega doof. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass es da ja diesen Bug gibt. Nee, das geht nicht mehr weg. Oh, dann müsste ich mich jetzt reloggen. Naja, lasst euch davon nicht irritieren. Ich werde sowieso hier nach erstmal eine Aufnahmepause machen, was Star Stable aufgeht und noch was anderes aufnehmen, nämlich Rival Stars. Und wenn ihr dann die nächste Folge seht, dann ist das sowieso weg. Etwas sehr Stabiles, in dem man einen Schattensucher fangen kann. Was ist denn ein Schattensucher? Das hört sich ja recht gruselig an. Du solltest mit meiner Frau sprechen. Die kennt sich ja mit sowas am besten aus. Ach so, die hat dich geschickt? Ach so, Lass mich nachdenken. Ja, Tiffany, jetzt habe ich die Lösung. Meine alte Traubentaucherflasche, die ich damals während meiner Zeit als Unterwasserarchäologe genutzt habe, wurde extra gebaut, um harten Schlägen und hohem Druckstand zu halten. Sie sollte einen solchen schrecklichen Schattensucher aushalten können. Leider habe ich sie nicht hier. Ich habe sie an Herrn Kartraut geliehen, da er gerne mal unter Wasser fischen wollte. Sprich mit ihm und sag, dass du die Flasche leihen musst. Er hat inzwischen genug Zeit gehabt, sich seine eigene Ausrüstung zu kaufen, wenn er das mit dem Fischen unter Wasser wirklich machen will. Das sehe ich auch so. Je nachdem, wann er sich, wenn er die ausgeliehen hat, wenn er die jetzt gestern erst gebracht hat, dann natürlich eher weniger. Aber ansonsten... Oha, ich werde schon wieder so müde. Warum werde ich mir so müde beim Aufnehmen und Streamen? Gibt's doch nicht hier. Klaus Taucherflasche? Ja, die habe ich geliehen, aber die ist jetzt weg. Warum ist sie weg? Es ist ein wenig peinlich, Tiffany. Ich dachte, dass das mit der Luftbefüllung einer solchen Flasche viel einfacher ist. Ich glaube, ich habe zu viel Luft eingefüllt, denn plötzlich flog das Ventil ab und die Flasche flog wie eine Rakete. Ab nach oben in den Himmel. Ich weiß nicht, wo sie hin ist, aber sie muss irgendwo im Dorf gelandet sein, wenn du sie finden kannst. Es muss ein gewaltiges Loch entstanden sein, wo sie runtergefallen ist. Wenn du nur irgendwo hoch hinauf könntest, dann würdest du das Loch sicherlich sehen können. Ja, dolle Wolle. Ja, wir können auf den Leuchtturm. Wunderbar, da ist irgendwo ein Riesenloch. Sie hat irgendwie vielleicht ein Loch in Dach von einem Haus geschlagen. Oder hat ein Bewohner erschlagen. Kann ja mal passieren. Ein bisschen Verlust ist immer. Nicht wahr? Ah, seht ihr, seht ihr, die hat ein Dach durchschlagen. Zum Glück nur das Dach einer Veranda. Stellt euch das mal vor, beim Duschen von der Flasche erschlagen, die durch die Decke kam. So, Taucherflaschenrakete. Das ist auch ein Wort, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Taucherflaschenrakete. Ja gut. Es gibt in Star Stable nichts, was es nicht gibt. Und da werdet ihr noch einige andere lustige Dinge sehen. So viel kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Und ich bin gespannt, was noch alles kommt, was ich selber noch nicht kenne. Du hast die Taucherflasche gefunden, Tiffany. Sehr gut gemacht. Das Ventil? Brauchst du es auch? Ja, ich weiß nicht so genau, wo es ist. Als die Taucherflasche wegflog, habe ich mich so erschrocken, dass es ins Wasser gefallen sein muss. Aber weißt du was? Wenn du dir meine Magnetangel leihst, die ich damals erfand, um Jorvikschen Eisenhering zu fischen,
dann sollte es klappen. Es ist hier in der Nähe, es sollte also kein Problem sein. Viel Glück. Ja, natürlich. Eisenhering, wer kennt ihn nicht? Sollte man dringend essen, wenn man Eisenmangel hat. Eisenhering an der Angel gegen akuten Eisenmangel. Das war die Weisheit des Tages. Ach ja. Angeln, das ist auch irgendwie so eine Bestrafung in jedem Spiel. In fast jedem Spiel. Manche machen es ja gerne. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen beruhigend. Ha, aber ich gehöre nicht unbedingt zu denen, die das so mega gerne machen. Außerdem hat das Wasser gerade eine hypnotisierende Wirkung auf mich. Oh, ich darf echt nicht auf die Wellen gucken. Seht ihr, du warst ein wenig zu langsam. Ich bin komplett abgelenkt durch die Wellen. Alter Schwede, das lenkt mich gerade echt komplett ab. Guckt mal, konzentriert euch mal die ganze Zeit auf die Wellen. Hallo, Ventil, anbeißen. Nein, jetzt war ich zu eifrig. Oh, das dauert so ewig lang. Oh. Wisst ihr was? Ich habe gerade mega Hunger. Bei mir gibt es heute Abend sogar Fisch. Es gibt nämlich Sushi. Wupp, wupp. So, tut sich jetzt hier mal bitte was. Aha. Nun ja gut. Ja, hier, guck. Seht ihr das? Fluttershy konnte es auch schon kaum erwarten. Da siehst du, Tiffany. Mit einer Angel löst man alle Probleme. Dann schauen wir mal. So, jetzt sitzt das Ventil fest auf der Taucherflasche. Das ist wunderbar. Ja, K. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie der heißen könnte? Herr Kraut? Traut? Herr Konrad mit K? Herr Kasimir Traut? Was habt ihr für Ideen? Wie könnte der heißen? Vielleicht könnt ihr den dann immer so nennen. Mal gucken. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit dem heutigen Update. Denn ja, das dürfte dann ja auch jeden Augenblick kommen. Und oder vielleicht ist es auch schon da, wenn jetzt die Folge rauskommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.